Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Nachdem ich im Prolog-Video ein bisschen den historischen Kontext unserer Situation hier im 9. Jahrhundert beschrieben habe, vor allem natürlich im Blick auf unsere Startgrafschaft Venaissin, soll es nun langsam losgehen. Langsam betone ich allerdings, wir stehen ganz am Anfang eines möglicherweise sehr langen Let's Play-Projekts, das ja auch unter besonderen Vorzeichen immer läuft, und die Zuschauer der letzten Let's Plays, die kennen das zwar schon, aber ich muss das einfach vorweg hier kurz erläutern, was euch hier eigentlich erwartet, wie ich das Ganze angehen möchte. Das heißt, ich möchte kurz sprechen, bevor wir dann loslegen, über den Rollenspielansatz, über Hausregeln, über die Spieleinstellungen, über Mods und ja, wie lange das oder bis wann ich hier eigentlich spielen werde. Fangen wir mal an mit dem Rollenspielsatz, vielleicht das Wichtigste dabei. Der Grundgedanke ist, dass ich die Entscheidung hier treffe im Spiel aus der Perspektive der jeweiligen Figur oder des jeweiligen Herrschers heraus. Dabei werden insbesondere, und dazu kommen wir bei diesem Herrscher auch gleich, die Charaktereigenschaften eine ganz wichtige Rolle spielen, aber sicher auch Geschichten, die nebenbei passieren, die uns mit beeinflussen. Also es gibt natürlich dann auch Interaktionen und sowas alles. Also kommt ein bisschen Kontext mit rein, aber die Charaktereigenschaften, die werden schon sehr, sehr wichtig sein. Das bedeutet aber natürlich in der Konsequenz auch, dass es hier nicht darum geht, spielmechanisch alles auszureizen und ganz optimal zu spielen, sondern wir werden auch Entscheidungen treffen, die ganz objektiv schlecht sind für das Reich, für den Herrscher, die einen vielleicht ein normaler, rationaler Strategiespieler nie so treffen würde. Das ist ganz wichtig, das einmal zu verstehen und mit zu berücksichtigen. Das ist der zentrale Kern des Ganzen. Zum Zweiten, es gibt immer mal wieder Kritik daran, dass ich diese Charaktereigenschaften häufig sehr schematisch interpretiere. Ja, ich gebe zu, ich muss das Ganze sehr stark zuspitzen. Zumindest ist das auch tatsächlich mein Ansatz. Einfach deshalb, weil natürlich das Spiel mir auch nur relativ wenige Instrumente in die Hand gibt, den Charakter auszuspielen. Nur mal ein Beispiel zu nennen. Im Spiel selbst gibt es die Möglichkeit, eine Katze zu besitzen. Man kann aber diese Katze nur alle 5 Jahre streicheln. Das ist natürlich Unsinn, gibt es in der Realität nicht. Und dementsprechend gibt es auch in der Realität keinen Charakter, der nur 3 Eigenschaften hat und die dann krass zum Tragen kommen. Nein, wir müssen uns ein bisschen auf dieses Schema einlassen, denn nur so werden Charaktere unterscheidbar. Würde ich jetzt einen Roman schreiben, wäre das natürlich alles viel differenzierter. Hier ist das durchaus ein bisschen holzschnitthaft, aber ganz bewusst holzschnittartig. Das entwickelt sich dann am Ende dann doch irgendwie ganz, ganz gut und unterscheidbar voneinander. Nächste Konsequenz daraus, und das ist super wichtig, weil es immer wieder Fragen gibt, es wird kein übergeordnetes Ziel geben, der Dynastie oder sowas. Es gibt nicht das Ziel, irgendwie, keine Ahnung, Italien zu übernehmen oder was. Ach, man kann sich ja unendlich tolle Geschichten ausdenken. Nein, jeder Charakter hat seine eigene Agenda oder vielleicht auch gar keine Agenda. Wenn er einfach nur faul und zufrieden ist, dann hängt er nur irgendwo ab und feiert Festmähler oder sonst was. Jeder Charakter steht für sich. In ganz seltenen Ausnahmen kann es mal ein übergreifendes Ziel geben, aber das muss dann ganz speziell motiviert sein. Das heißt, diese Geschichte kann uns sonst wohin führen. Derzeit ist überhaupt noch nicht klar, wo die Reise hingehen wird. Gut, dann nächste Konsequenz daraus ist, dass es auch wirklich längere Phasen geben kann, wo es zum Beispiel keine Expansion gibt, niemand, der jetzt irgendwas erobern will oder so. Das ist vielleicht sogar der Normalfall, dass man sich mit anderen Dingen beschäftigt. Hier hoffe ich tatsächlich natürlich jetzt auf Royal Court, dass da dann auch mehr noch hinzukommt, mehr Dinge, die man tun kann. Ja, es wird sogar passieren, vermute ich sogar, weil wir früh starten, dass durch Erbteilung Dinge wieder verloren gehen oder dass Kriege verloren gehen oder durch schlechte Entscheidungen es Rückschritte geben wird. Das ist man als Strategiespieler nicht gewöhnt, da gibt es eigentlich immer größer und stärker werden. Ich stelle euch darauf ein, es kann passieren, dass es auch anders laufen wird. Royal Court habe ich schon erwähnt. Da muss man dazu sagen, die wichtigsten Inhalte kommen natürlich erst, wenn man König ist. Und das kann mit dieser Ausgangskonstellation dauern. Natürlich ist es möglich, dass es passieren wird, aber es kann dauern. Es kann wirklich 100 Jahre dauern, einige Dutzende Folgen in diesem Let's Play dauern. Vielleicht erreichen wir es auch niemals. Insofern ist es jetzt nicht das optimale Let's Play, um jetzt gleich zu beginnen, jetzt Royal Court vor allem kennenzulernen. Das ist auch eine kleine Vorwarnung, aber ich bin ganz optimistisch, dass da coole Sachen noch passieren werden.
Und das Letzte zu diesem ganzen Thema, auch ich bin nicht perfekt, was sozusagen immer das Ausdeuten, das richtige Auslegen der Eigenschaften betrifft oder der im Moment das Entscheiden bei den Ereignissen. Bitte spielt nicht zu sehr die Rollenspielpolizei. Nimmt es einfach hin, die Dinge, die passieren, sind Teil der Geschichte und so ereignen sie sich. Sind gewissermaßen so wie Schiedsrichterentscheidungen beim Fußball. Okay, soweit zu diesem Thema Rollenspielansatz. Das nächste Thema sind Hausregeln, die ich einfach noch ein bisschen konkretisiert habe. Es gibt in der Videobeschreibung einen Link zu einem Google-Dokument, wo ich das alles nochmal niedergeschrieben habe. Auch diese Hausregeln. Ich will die nicht im Einzelnen jetzt nochmal erklären. Das sind in der Regel diejenigen, die ich auch beim letzten Mal verwandt habe. Ich nenne sie mal ganz kurz. Ab und an werde ich Würfel nutzen zur Entscheidungsfindung, wenn die Eigenschaften nichts hergeben. Kultur fördern als Aktion, also was die Volkskultur betrifft, in den einzelnen Grafschaften werde ich zurückhaltend nutzen, erst nach einer gewissen Zeit, wenn überhaupt, bin ich kein Fan von. Beim Ausbildungsschwerpunkt werde ich nach bestimmten Regularien würfeln, weil, naja, das erkläre ich im Dokument, will ich jetzt auch nicht erklären. Ich werde unsere Ehefrau nicht verführen oder irgendwie auf diese Art und Weise die Fruchtbarkeit erhöhen. Das finde ich komische Mechanik in Bezug zumindest auf die Ehefrau. Erkläre ich da auch noch weiter im Dokument. Offensivkriege, aktive Expansionen sind in der Regel gebunden an Eigenschaften wie ehrgeizig, gierig, gegebenenfalls auch religiöser Eifer. Manchmal aber auch natürlich die Jure-Ansprüche oder spezielle Ereignisse, die im Spiel stattfinden. Das muss dann irgendwie motiviert sein. Insofern wird es Herrscher geben, die überhaupt nicht expandieren wollen. Darauf muss man sich einlassen. So, es gibt auch 3 neue Hausregeln, die will ich kurz ein bisschen länger erläutern. Erstens, ich möchte sowas wie eine Mitgift simulieren. Das heißt, wenn wir eine Tochter verheiraten, erhält der Ehemann dieser Tochter unserem Rang entsprechend Mitgift. Das könnte in der Regel Geld sein, kann aber auch, wenn wir größer werden, irgendwie eine Grafschaft sein oder vielleicht eine Baronie oder irgend sowas. Das ist eigentlich ein ganz wichtiges Konzept in fast allen Menschheitskulturen, dass die Eltern einer Braut ihr gewissermaßen etwas mitgeben, was den Unterhalt dieser Frau mitfinanziert und mitsichert. Und vor allem, wenn der Mann stirbt, soll auf dieser Basis die Frau als Witwe auch noch weiter gut leben können. Also das ist ein Konzept, was gerade auch im Mittelalter eine große Rolle gespielt hat. Das will ich irgendwie so ein bisschen mitsimulieren, auch wenn es die KI nicht tut. Dann nächste neue Hausregel. Ich fliehe nicht mehr aus aktiven Schlachten, wenn man sie verliert, weil das die KI auch nicht macht. Das ist dann eben ein großer Nachteil für unsere Seite, beziehungsweise ist eben kein Nachteil, sondern gleichgesetzt mit der KI. Macht die Sache nur ein bisschen schwerer. Und Gier und Geiz. Gier und Geiz sind besondere Eigenschaften. Beziehungsweise im Spiel gibt es nur Gier, aber das Spiel meint spielmechanisch eigentlich auch immer mit Geiz. Das sieht man an den Effekten von den Events. Das heißt, ich werde jetzt bei jedem Herrscher, der gierig ist, bestimmen, ob er gleichzeitig auch geizig ist oder nur gierig, ob er zum Beispiel auch gerne mal Geld ausgibt. Das werde ich ein bisschen in meinem Kontext mit den anderen Eigenschaften entscheiden. Falls die uns nicht helfen, werde ich die Würfel zu Hilfe nehmen. Soweit zu den Hausregeln, könnt ihr nochmal nachlesen. Jetzt zu dem Thema Mods. Ich nutze ein paar Mods schon, die aber eigentlich nur grafischer Natur sind. Die wichtigste ist eine, deren Name ich mir jetzt gerade schon wieder entfallen ist. Die bringt halt ganz viel, bisschen Flavor mit rein, indem neue Artefakte, neues Klamotten und so weiter reinkommen. Es gibt sogar jetzt auch Events in dem Zusammenhang. Link dorthin zu meiner Mod-Kollektion findet ihr in der Videobeschreibung. Da steht dann auch, wie diese Mod heißt, die ich meine. Gibt noch ein paar andere kleine, ist aber nichts Spektakuläres. Findet ihr auch in der Videobeschreibung. Dann habe ich vergessen die Spieleinstellung. Es ist im Prinzip alles auf normal. Außer 2 Sachen habe ich verändert, und zwar die Bildung von Mischkulturen und 2 Kulturen. Das habe ich etwas weniger eingestellt als Standard. Das passiert also nicht so oft, was die KI betrifft, weil ich will da nicht zu viele obskure Nischenkulturen haben. Und eine Sache habe ich noch verändert. Ich habe die diplomatische Reichweite reduziert. Das heißt, wir können jetzt noch nicht am Anfang hier gleich mit dem Kanat oder so in Kontakt treten. Das ist etwas reduziert. Es ist immer noch ziemlich groß, aber das finde ich dann realistischer. Ich werde mich da sowieso ein bisschen auch
am Realismus orientieren. Also mit wem können wir eigentlich hier Kontakt haben, was Heirat betrifft und ähnliches. Ja, soweit zu den Mods. Letzter Punkt, wie lange wird dieses Let's Play laufen? Um ehrlich zu sein, das kann ich jetzt überhaupt noch nicht sagen. Ich kann mit Sicherheit nicht garantieren, dass das bis zum Enddatum laufen wird. Im Wesentlichen hängt es davon ab, wie interessant die Geschichte sein wird, die wir hier gemeinsam erleben werden. Wenn es immer noch Neues gibt, wenn es interessante Dinge gibt, die passieren, dann kann das sehr lange laufen. Kann aber auch sein, dass wir einfach scheitern, dass die Dynastie ausstirbt oder dass es irgendwo langweilig ist oder nicht funktioniert. Was weiß ich. Da gibt es jetzt keine Garantien drauf. Oder auch möglich ist natürlich, dass ein großer neuer DLC rauskommt mit einem Patch und die Save Games sind nicht kompatibel und ich will dann doch dort neu starten. Auch das ist irgendwie möglich. Insofern, ja, kann ich es einfach vorweg nicht sagen, aber die Fragen kommen immer wieder. Deshalb habe ich es genannt. Okay, liebe Leute, das wär's mit den Vorbemerkungen. Jetzt starten wir nun endlich richtig rein. Ich zeige euch kurz erstmal unseren Charakter. Graf Angil Botto, so heißt er. Angil Botto von Venaissin. Er hat okzitanische Kultur, katholischer Glauben und das Haus ist La Tour du Pin. Dieses Haus gab es tatsächlich. Ich glaube, La Tour du Pin heißt einfach Kiefernturm, wenn ich das richtig übersetze. Das war historisch und dieser Angel Botto gab es tatsächlich auch historisch hier eigentlich verankert. Ich weiß nicht, warum sie ihn dort reingesetzt haben. Aber okay, es ist jetzt erstmal so, wie es ist. Die werden später im 14. Jahrhundert tatsächlich als Haus noch eine gewisse Relevanz erhalten. Da bekommen die einige Grafschaften und werden relativ große regionale Machthaber sein. Aber nur für ein paar Generationen. Das soll uns jetzt aber nicht weiter interessieren. Graf Angil Botto ist schon fortgeschrittenen Alters. Er scheint schon mal verheiratet gewesen zu sein. Zumindest haben wir einen Sohn, der, glaube ich, auch nicht als Bastardsohn gekennzeichnet ist. Und seine Eigenschaften sind, er ist großzügig. Akte der Wohl- und Mildtätigkeit sind Angil Botto nicht fremd. Er ist treuherzig. Angil Botto vertraut anderen rasch. Und er ist ehrgeizig. Angel Botto weiß, was er will und er hat keine Angst davor, einen Versuch zu unternehmen, es auch zu bekommen. Ja, wichtig ist auch, er hat eine große diplomatische Ausbildung. Das können wir uns gleich mal angucken. Er ist ein exzellenter Diplomat und wir werden in diesem Bereich auch weitergehen. Mit Schwerpunkt auf Außenbeziehungen, die können wir dann schon mal wählen. Und er hat hier diesen diplomatischen Bereich hier auch schon durch. Wir können uns hier einzelnen Sachen mal kurz angucken, was wir können. Also Geschenke schicken ist effektiver. Das ist relativ speziell mit den Kriegsgründen. Das ist im Moment noch nicht so wichtig. Hier, das ist ganz gut. Meinung, unabhängiger Herrscher plus 15 kann ein Bündnis ohne Heirat vorschlagen. Das könnte noch interessant werden. Botschaften heißt Spracherwerb, Komplottstärke. Er hat es einfacher, Sprachen zu lernen. Könnte auch noch wichtig werden. Wir bekommen durch Bündnisse Diplomatie. Fremde Angelegenheiten sind effektiver. Wir können mehr Spracherwerbskomplotte machen. Okay, kürzere Waffenstillstände und auch das ist ganz gut, fähiger Fälscher. Anspruch auf gemeine Fingierentempo steigt und wir können Artefaktansprüche kaufen und sind dadurch Diplomat. Außerdem noch zur Herrschaft erzogen. Das heißt, unsere Kinder bekommen noch Wert. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch gleich aktiviert wird. Gut. Was folgt daraus? Dazu kommen wir gleich. Ich will nur noch einen Blick werfen, weil das schon jetzt relevant und speziell ist auf unsere Kultur, das Okzitanische. Wichtig ist, wir haben altfränkische Herkunft, das heißt eine Kulturakzeptanz, vor allem mit dem Französischen. Wir sind aber gar nicht in diesem Reich, sondern in diesem Königreich von Italien. Das macht uns so ein bisschen auch zum Außenseiter, zumindest kulturell. Wobei der König selbst ist auch nicht cisalpinisch, das muss man dazu sagen. Wie hoch ist die Kulturakzeptanz? Na gut, bei 15%. Okay, wegen der gemeinsamen Religion ist es so, sie steigt derzeit. Wir gucken aber noch weiter beim Okzitanischen. Kriegsführung nur Männer, ist klar. Diese Sprache, die vulgär-doxische Sprache, ich bin mir nicht sicher, ob man das vulgär-doxische Sprache, ich nenne sie einfach Okzitanisch, das ist Quatsch hier. Die Okzitanische Sprache, die wird nur bei uns gesprochen. Das ist schon eine Besonderheit. Das heißt, um jetzt hier in Italien sich verständigen zu müssen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir lernen die Hofsprache, das ist Hochdeutsch, oder ja, was gibt es hier? Das,
Cisalpinisch ist das Vulgär-Italienisch. Das wird auch noch eine Rolle spielen, dieses ganze Thema. So, dann gucken wir uns mal die Traditionen an. Kulturoberhaupt ist übrigens der Herzog von Toulouse, der ist direkt auch unser Nachbar hier. Er geht in Richtung Kriegsgrund, gerade was Innovation betrifft, die gucken wir uns aber auch gleich an. So, gleiche Erbberechtigung. Das ist ganz interessant. Wir können auf das Geschlechterrecht verändern. Auch das gucken wir gleich mal. Und zwar könnten wir auf Gleichberechtigung gehen. Allerdings ist das auch nicht so einfach, sondern wir brauchen eine hohe Lehnsautorität dafür und natürlich 500 Prestige. Aber es ist eine interessante Option. Ritterlichkeit ist eine Tradition. Wir können eigene Ritter im Zweikampf herausfordern. Das muss natürlich dann zum Charakter passen, aber eine schöne Option. Liebesdinge, Komplotte geben Bekanntheit. Wenn das fehlschlägt, gibt es Anspannung. Andere Herrscher beginnen eher solche Komplotte und Poeten und Galanten als Eigenschaften, die haben Boni bei Liebesdingen nochmal mehr. Außerdem macht die schwere Reiterei mehr Schaden und hat eine höhere Zähigkeit und Tyrannei wächst schneller. Vielleicht lesen wir nochmal den Text dazu. Diese Kultur hat die Ritterlichkeit und den ritterlichen Verhaltenskodex als gesellschaftliches Mittel zur Regelung des Verhaltens verinnerlicht. Kampfgeschick, Pflicht, Ehre und moralisches Handeln werden hoch angesehen, ebenso wie schlechte Dichtkunst und romantische Literatur. Ja, bei dem Erbrecht in dieser Kultur haben die Herrscher ihre Ländereien immer gleichmäßig unter ihren Kindern aufgeteilt, auch jene, die üblicherweise ausgeschlossen werden. Interessant ist, das haben, glaube ich, die Franken auch genau. Genauso wie sie haben wir auch noch Chanson de Guest. Das haben, glaube ich, die Deutschen nicht. Nee. Also, hier handelt es sich um... Diese Kultur legt Wert auf die Heldentaten lange dahingegangener Ahnen. Die romantischen Nacherzählungen des Lebens von Rittern wie Jean oder Roland inspirieren auch kommende Generationen. Also, wir können Waffenknechte freischalten im Spätmittelalter. Poeten sind verbreiteter, bringen Boni. Kriegsführungsausbildungseigenschaften sind höher angesehen. Ja. Dann Schwertmeister und sowas ist höher angesehen. Auf feige und zufrieden wird herabgeschaut. Ritter verletzen sich öfter und man kann Rivalen zum Zweikampf herausfordern, was bei ihnen Anspannung auslöst, falls man selbst gewinnt. Ritter, größere Anzahl und Verletzungswiderstand ist höher. Und zu guter Letzt haben wir Stadtstolz. Stadtbewohner dieser Kultur sind sehr bedacht auf Wettbewerb und Unabhängigkeit. Sie verwenden viel Zeit und Energie darauf, sicherzustellen, dass ihre Stadt die beste ist. Stadtgebäudekosten reduzieren sich und Republik-Vasallen-Meinung ist allerdings auch schlechter. Und die Stadtbesitztümer gewähren allerdings mehr Steuern, Entwicklung und Aufgebote, haben aber einen deutlich niedrigeren Kontrollezuwachs. Was kennen wir schon? Wir können Gott sei Dank Belagerungswaffen, Onaga, Gambeson haben wir, damit gepanzertes Fußvolk. Hier haben wir eine höhere Verstärkungsrate und der Rest ist, glaube ich, nicht so spektakulär. Hauptbuch, Domänenschwelle, Felderwirtschaft, Wirtschaftsgebäude, Entwicklungszuwachs. Ja, soweit zu diesen Kulturinnovationen. Jetzt gucken wir uns noch unser Gebiet selbst an. Ja, am Anfang ist... muss man schon sich einen guten Überblick verschaffen über die Möglichkeiten und die Dinge. So, wir, unser Hauptbesitztum ist Arl. Da steht nur eine Motte, eine Holzmotte. Das ist alles. Wir bekommen 1,54 Steuern von Arl und 210 Aufgebote. Insgesamt bekommen wir 269, beziehungsweise haben wir 269 Männer. Ja, gut. Dann gibt es... schon eine Stadt, Orange. Da ist noch nichts gebaut. Und Avignon als Tempelbesitztum, historisch natürlich bedeutsam, wird natürlich von unserem Suffraganbischof geführt. Ihr seht es kurz, unser Einkommen stammt jetzt also aus unserer eigenen Baronie Arl und vom Bürgermeister. Wir haben noch kein gutes Verhältnis zu unserem Bischof. Daran müssen wir noch arbeiten. Soweit dazu. Okay, jetzt geht es darum, was unser Graf will und wie wir jetzt als nächstes vorgehen werden. Wichtig natürlich noch, wir haben einen Sohn, der schon 27 ist und Erlulf heißt. Und der wiederum, ja, ist ein bisschen Buchhalter geworden, ist rachsüchtig, paranoid und ungeduldig. Sowohl, im Übrigen hat der auch schon wieder einen Sohn, einen 7-jährigen Berion de la Tour.
Dupin, der nachdenklich ist. So, keine Frauen derzeit hier, das heißt, wir müssen natürlich erstmal heiraten. Aber bevor wir das tun, kurz ein bisschen über die Ziele und Pläne. Also im Wesentlichen ist, glaube ich, jetzt hier ehrgeizig. Das heißt, er will vorankommen, er will wachsen, er will an Macht gewinnen in diesem Reich, wie auch immer. Er hat, glaube ich, jetzt keine großen Beziehungen, Bezüge zu den jeweiligen Machthabern, sondern versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Und sein Weg ist ganz offensichtlich der Weg der Diplomatie. Diplomatie, um Verbündete zu bekommen, um vielleicht einen Anspruch durchzusetzen, der natürlich auch erstmal geschaffen werden muss. Aber um zu wachsen, bietet sich meines Erachtens dann natürlich die direkte Nachbarschaft an. Und da haben wir eben diesen Grafen von Provence, der allerdings schon zwei Grafschaften hat. Graf Boson. Ja. Anspruchsteller auf Titel. Kulturakzeptanz. Aha, okay. Er ist ein Franzose. Also da gibt es schon ein paar Unterschiede. Er hat natürlich deutlich mehr Männer als wir. 584. Insofern ist das nicht ganz so einfach. Gut. Was macht man als Diplomat? Man versucht irgendwie Bündnispartner zu bekommen. Und da gibt es natürlich mehrere Optionen und Möglichkeiten. Ein interessanter Bündnispartner wäre mit Sicherheit hier ein Herzog in unmittelbarer Nachbarschaft zum Grafen von Provence. Und das ist der Herzog Konrad von Hochburgund, 25 Jahre alt. Der wird also noch lange eine Rolle spielen und ist relativ, ziemlich mächtig, muss man einfach mal sagen, mit 1237 Mann. Hält auch 4 Grafschaften. Also, wir sollten versuchen, uns an diesen anzunähern. Leider ist es so, wenn wir ein Bündnis vorschlagen, ist das weit weg von der Annahme, aufgrund der unterschiedlichen militärischen Stärke und Rangunterschiede und so weiter. Aber er hat hier eine Schwester, Judith Welf, 17 Jahre, übrigens aus dem Hause der Welfen, ganz interessant. Und wir haben keine Frau. Und ich finde, das ist eigentlich eine schöne Art, jetzt hier uns in dieses Herzogtum, in diesen Hof gewissermaßen einzuheiraten. Natürlich wird er das im Moment auch nicht machen, aber das ist nicht weit entfernt davon, dass es möglich ist. Deswegen werden wir, glaube ich, jetzt als erstes versuchen, unsere diplomatischen Möglichkeiten jetzt hier einzusetzen und ihn zu beeinflussen. Wir sind sehr gut darin, 88%. Wir werden versuchen, ein Komplott zu schmieden. Es kann natürlich sehr gut sein, dass diese Dame von ihm oder schnell verheiratet wird. Ich hoffe einfach mal nicht. Wir werden sie mal anheften und im Blick behalten. Das wäre eine echt schöne Partie für uns. Das ist der erste Schritt. Dann müssen wir an unseren Sohn denken. Ich habe mich schon ein bisschen umgeschaut. Auch den sollten wir unter anderem verheiraten, damit wir im Machtkampf vielleicht um die Provence Bündnispartner haben. Und da habe ich eine ganz interessante Option gesehen, und zwar hier in Mantua. Einigermaßen mächtiger Herrscher. Der hat hier eine Tochter Fausta. Die ist zwar erst 10, unser Sohn 27, aber warum eigentlich nicht? Ich würde sagen, hier können wir mal versuchen, eine Heirat zu arrangieren. Zwischen ihr und dem Sohn. Und das klappt dann direkt auch schon. Ja, den Vorschlag werden wir dann abschicken. Sie ist 10, sie ist lüstern und herrisch. Lüstern ist erstmal gar nicht so schlecht. Okay, soweit zu diesen Hochzeitsambitionen. Jetzt müssen wir gucken, was müssen wir noch erledigen. Wir müssen uns den Rat anschauen. Ich denke, das Problem ist natürlich, Ansprüche kosten Geld. Wir haben kaum Geld und wir nehmen ganz wenig ein, das muss man mal sagen. Aber ich denke, wir werden es trotzdem schon mal tun, dass wir den Suffraganbischof losschicken und bitten, hier einen Anspruch zu organisieren. In 11 Monaten hat er das schon. Dann müssen wir natürlich das Geld zusammen haben. Ist das sinnvoll? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht warten wir noch ein bisschen. Wir sind dann im Minus. Das ist an sich nicht schlimm. Aber ich denke, wir sparen noch ein bisschen an. Also das kostet, ich weiß gar nicht, das kostet irgendwas zwischen 50 und 100, vermute ich. Müssen wir mal gucken. So, was machen wir hier? Fremde Angelegenheit ist auf jeden Fall richtig. Steuern eintreiben benötigen wir für unsere Zwecke und Armee organisieren ist jetzt auch ganz gut. Und wir machen erstmal Komplotte stören. Aber wir müssen erstmal gucken, wer hier eigentlich der geeignetste ist für welche Aufgabe. Was ist eigentlich mit unserem Sohn? Ja, das ist ja hier schon, Erlulf. Aber der ist doch eigentlich der bessere Verwalter. Dann werden wir ihn hier direkt mal zum Verwalter machen. Das gibt uns sicher dann auch mehr Einkommen, sehr gut. Sohnemann, da bist du am besten aufgehoben. So, haben wir hier, wir müssen Gott sei Dank noch nicht auf Mächtige achten.
Wir haben einen Ritter, der ist ein bisschen besser als der Bürgermeister, aber auch nur ein bisschen. Lassen wir den Bürgermeister die Sache mal machen. Vielleicht nicht unbedingt eine Aufgabe für Ritter. Wir haben einen Ratsmarschall mit 10. Boson, der ist hier auch nicht besser. Insofern kann es Boson bleiben. Und wir haben Eleanor, eine Ratsspitzel. Keusch, hinterlistig, geduldig. Ja, okay. Warum eigentlich nicht? Auch hier könnte ein Ritter das tun, aber sie kann dabei bleiben. Okay, das wären die Anfangsgeschichten. Jetzt stellt sich noch die Frage, wir haben jetzt immer nur über diesen Herzog gesprochen, aber eigentlich sind wir ja direkt der Vasall. Und das ist eine interessante Situation, auf die wir vielleicht auch ein bisschen stolz sind. Direkt der Vasall des Königs von Italien, König Louis II., der Jüngere, 32 Jahre alt. Der wird natürlich wichtig für uns werden. Der ist ja durchaus mit seinen 3000 Mann relevant und mächtig. Er führt im Übrigen gerade einen Krieg hier unten gegen muslimische Herrscher um Bari. Da wird ganz interessant sein. Weiß ich gar nicht. Interessanterweise um Bari. Das hat gar keinen direkten Zusammenhalt mit dem anderen Königreich. Naja, okay. Wir werden das beobachten. Aber weswegen ich ihn euch zeige, ich finde, wir sollten auf jeden Fall natürlich unsere Beziehung zu ihm irgendwie verbessern. Und ich denke, es ist schon ganz okay, wenn wir beginnen und eine Huldigung zeigen und zu ihm reisen. Alles andere werden wir sicher nicht tun. Warum? Achso, Geld könnten wir eh nicht geben. Aber das genügt, denke ich, auch eine normale Huldigung. Bedienstete geleiten mich in den großen Saal von König Ludwig II. In Turin, wo er auf seinem Thron sitzt und darauf wartet, meinen Schwur zu hören. Ich knie vor ihm nieder und sage die hochdeutschen Schwüre, ja, das Hochdeutsche beherrschen wir leider nicht, die ich geübt habe, doch nur halb verhohlenes Gekicher seitens des Hofes zeigt eindeutig, dass meine Zunge noch mehr Übung in der Hofsprache meiner Oberen braucht. Damit ist die Zeremonie abgeschlossen. Der König kann von mir nicht mehr erwarten, als mein Versprechen treu als ein Vasall des Reichs zu dienen. Ludwig blickt mich ernst an, bricht dann in schallendes Gelächter aus und ahmt meine falsch ausgesprochenen Schwüre in einem schlechten okzidentalischen, so hieß es glaube ich, Akzent nach. Oh mein Gott, wir haben uns blamiert. Ich hätte nie kommen sollen. Wir erhalten direkt mal den Spitznamen der Sprachkundler. 150 Prestige kostet uns das Ganze. Die Dynastie erhält aber ein bisschen Bekanntheit und König Ludwig ist enttäuscht von uns. Ich hätte nie kommen sollen. Der Sprachkundler. Ja, oder ich hätte vielleicht erst einmal die Huldigung vollziehen sollen, nachdem wir das Hochdeutsch erlernt haben. Aber es ist nicht ganz so einfach. Ja, ich meine, das Hochdeutsche ist nicht schlecht, weil auch unser Herzog hier spricht Hochdeutsch. Bayerisch, ja, ist auch Hochdeutsch. Das ist vielleicht eine Lehre, die wir aus diesen Ereignissen ziehen. Wir lassen mal ein bisschen laufen und gucken, was passiert. Heißt das im Übrigen, dass ich... Warte mal, das ist ganz interessant. Kann ich jetzt, weil ich diesen Perk habe, dass ich ein zusätzliches Komplott machen kann zum Spracherwerb, könnten wir es nicht gleich mal probieren, vielleicht direkt beim und mit dem Herzog die Sprache zu erwerben? Nee, das ist nicht möglich, weil wir dieses Komplott dabei haben. Ja, okay, gut. Spracherwerben dauert aber auch relativ lange. Das ist mir jetzt erstmal wichtiger, dass das hier irgendwie passiert. So, aber das Erste ist, oder das ist zumindest gelungen, sagen wir es mal so. Wir haben unseren Sohn erfolgreich verheiratet oder verlobt erstmal mit Fausta und haben damit dieses Bündnis. Wir sind noch nicht verheiratet, das wissen wir. So, größer sind unsere Möglichkeiten nicht. Ah, okay, 1,1, das verdienen wir derzeit. Und hier zieht der König los. Was? Was? Okay, wow. Ja, man muss sich nur ein bisschen blamieren. Aber offenbar hat er gedacht, die Provence ist sowieso am... Ja, wieso ist so kulturell, sprachlich vergessen? Dann nehmen wir mal diesen provenzalischen Tölpel. Der kommt mit den Leuten dort vor Ort am besten zurecht. Anders kann ich das nicht verstehen. Wir sind zum Herzog von Provence gemacht worden. Oh mein Gott.
Ja, okay, wow. Herzog Cangilbotto, das ging aber jetzt nun deutlich schneller, als ich gedacht habe. Meine Macht wächst. Nun gut. Wow, okay. Krass. Das verändert jetzt die Lage aber drastisch. Damit stehen wir auf einer Ebene mit Herzog Konrad. Und damit sollte es doch wohl auch keine Schwierigkeit geben, die sich... Nein! Der hat den schon an den Sohn des Grafen Boson verheiratet. Ernsthaft? Und der Graf Boson ist unser Nachbar? Was für eine perfide Geschichte. Er ist uns zuvor gekommen. Ich kann es nicht glauben. Okay. Einmal großes Glück gehabt. Aber nein, ich rechne das nach wie vor unserem sehr speziellen Auftritt beim König irgendwie zu. aber hier natürlich ein bisschen Pech gehabt in dieser Sache. Nun ja, okay, das heißt, wir haben jetzt einen Grafen hier, der stärker ist als wir selbst im Herzogtum. Und wir haben dann diesen Fürstbischof Benedicto. Der will natürlich einen Sitz im Rat und der hier ganz sicher auch. Okay, das müssen wir uns überlegen, was wir jetzt machen. Oh, meine Güte, Graf Boson ist aber auch talentiert. Vielleicht ist er uns deshalb zuvor gekommen. Ich würde sagen, schöner Punkt, um gleich mal hier einen Schnitt zu machen. Der Auftakt ist getan. Und das hatte ich ehrlich gesagt mir nicht so vorgestellt, dass das passieren wird. Aber ja, so passieren einfach die Dinge. Ich dachte, wir krepeln doch noch ein bisschen länger als Graf hier rum. Mal sehen, wie sich es weiterentwickeln wird. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.